Dieser Vorverstärker für 144 MHz soll verkauft werden und vorher aber noch die Verstärkung und die Bandbreite gemessen werden. Dazu schließen wir ihn an den Nano VNA an, und zwar den Eingang, Antenneneingang an den Kanal 0 und den Ausgang hier in ein etwas längeres Kabel an den Kanal 1. Wir schalten den Nano VNA ein und wollen das Signal des 144 MHz Verstärkers, welches hier eingespeist wird, darstellen mit dieser blauen Linie. Die anderen Linien wollen wir erstmal verschwinden lassen. Dazu klicken wir auf Display, auf Trace, auf die blaue Farbe und auf Single. So, dann ist der Rest weg. Dann als nächstes werden wir den Frequenzbereich passend wählen, also auf Stimulus, auf die Startfrequenz, die wählen wir mal zu 130 MHz. Das Gleiche machen wir mit der Endfrequenz. Auf Stopp klicken wir und wählen die Endfrequenz zu 170 MHz. Da haben wir nun die Nulllinie der Spannung hier an dem Eingang. Die möchten wir aber ein bisschen nach unten verschieben. Wir wählen also Display, Scale, Referenzposition. Die wählen wir nicht bei 7, sondern bei 3, damit sie ein bisschen tiefer erscheint. Hier ist es 1, 2, 3 mal 10 dB. Jetzt wählen wir aber die Schrittweite. Auch ein wenig kleiner, vielleicht 5 dB. Also auf Scale, auf 5. Und nun haben wir alles passend eingestellt. Die Nulllinie ist da. Jetzt können wir den Verstärker in Betrieb nehmen. Ich werde jetzt das Netzgerät einschalten. Achtung, ein. Und da haben wir die Durchlasskurve. Wir können den Marker nun bewegen mit dem Rad. Kann man auch mit dem Griffel machen. Und lesen ab eine Verstärkung von 15 dB. Wir wollen auch die Bandbreite ganz grob bestimmen. Ich gehe also jetzt noch ein bisschen nach rechts. Tiefer, bis es ...150. Zur anderen Seite gehen wir auch 3 dB tiefer. 15 dB minus 3 macht 12. Da haben wir eine Frequenz von 140. Also eine Bandbreite von rund 10 MHz. Wir wollen doch nicht so pingelig sein. Wir brauchen ja sowieso nur 2 MHz. Damit ist die Messung beendet. Das Stehwellenverhältnis am Eingang ist nicht gerade gut. Wir haben hier einen Wert von
3.